bin Annemarie und 66, werde bald 66 Jahre alt, Schnapszahl, und bin vom Beruf und ausgebildet als Diplom-Soziologin. Daran erkennt man vielleicht schon, dass ich mich sehr für gesellschaftliche Prozesse, für Welt erkennen und verbessern interessiert habe und das auch ein bisschen mich durch das Leben geleitet hat. Ich lebe jetzt seit einigen Jahren alleine, ungewollt. Ich komme eigentlich aus einer großen Familie und die Trennung nach langjähriger Ehe hat mich sehr überrascht und entsprach auch überhaupt nicht meinen Plänen fürs Älterwerden. Und das ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt, genauso wie der Übergang vom Beruf jetzt ins Rentenalter. Diese Schuhe haben eine Geschichte eines Nichtkaufs. Das sind die einzigen Schuhe, die ich mir nicht gekauft habe, sondern die mein Sohn mir zum Geburtstag geschenkt hat vor 4, 5 Jahren. Und es sollen Schuhe sein, die auch noch so ein bisschen flott sind. Also es gab ja früher mal so alte Frauenschuhe, weil man eben breitere Füße kriegt und nicht mehr so gut läuft. Das fand ich immer ganz schrecklich. Da habe ich immer gedacht, warum müssen alte Frauen so schreckliche Schuhe haben? Also wie gesagt, die Schuhe hatte ich bei meinem Sohn bewundert, in anderer Fassung. Und, aber mit diesem Stoff und in diesem Stil. Und da ist er echt in die Wohnung geschlichen, als ich mal nicht da war. Hat meine Schuhgrößen abgemessen und hat mir die Schuhe zum Geburtstag geschenkt. Und das fand ich ein ganz tolles Geschenk. Ich arbeite ehrenamtlich hier in einem, wie sagt man, Problemstadtteil in Welling mit Kindern, Schülern, also 5., 6. Klasse. Und als ich da mal in den 3. Stock in die Schule hochgeschlichen bin, weil ich nicht mehr so gut zu Fuß bin, da gingen die ganze Zeit 2 Kinder hinter mir, 2 Jungs. Und die tuschelten und ich dachte, die unterhalten sich jetzt, was ist denn das für eine Alte, die hier sich die Treppen hochquält. Und dann drehe ich mich zu denen um und dann sagen die zu mir, sie haben so coole Schuhe, wo gibt's die? Und also dieser Widerspruch, das fand ich irgendwie schön, was ich gedacht habe und wie die Kinder reagiert haben. Und das kam später noch ein paar Mal von denen. Das waren tschetschenische Jungs. Die weiteste Entfernung war gar noch nicht so lange her, da war ich in Kambodscha. Mein Zuhause ist hier Berlin, da lebe ich seit 40 Jahren, länger inzwischen. West-Berlin war das gemütliche Zuhause, jetzt ist alles hier doppelt so groß und ungemütlicher, aber interessanter geworden und die Welt weiter. Und ich glaube, kaum eine Stadt hat derart viele Umbrüche erfahren und auch Brüche und Risse wie dieses Berlin, was ja keine schöne Stadt ist, aber eine der interessantesten Städte, die ich kenne. Ich freue mich auf ein gemütliches Frühstück mit Zeitung und Zeit, wenn möglich. Ich bin Zeitungsjunkie, muss man sagen. Unterschiede, Differenzen zu anderen versteht man eigentlich nur, wenn man wirklich sich mal versucht, in den Schuhen der anderen zu laufen. Und da ich also berufsmäßig auch sehr viel interkulturell gearbeitet habe, also in anderen Ländern war, das ist sicher ein Gesichtspunkt, wo man relativ schnell merkt, wenn man noch Gefühle hat, nicht abgestumpft ist, dass man da nicht viel versteht oder völlig über andere hinweggeht, wenn man nicht in deren Schuhe sich versetzt, was einem ja nur bedingt gelingt. Aber trotzdem, man muss es wenigstens versuchen. Das Gleiche gilt übrigens für die Pädagogik. Ich habe auch einige Jahre in der Erwachsenenbildung, in der Jugendbildung und jetzt eben auch mit Kindern gearbeitet. Und man erreicht Menschen nicht, wenn man über die hinweg redet oder nicht erst ganz viel Mühe und Empathie da reinsteckt, den anderen überhaupt erstmal zu verstehen. Man hat immer dieses Stück sich vom anderen berühren lassen, also für beide Seiten natürlich dazu. Ich glaube, uns Menschen ist irgendwie insgesamt egal, wo wir leben, wohnen, ob wir arm oder reich sind,
Also erstmal ist uns gegeben, dass wir nackt und klein geboren werden, hilfebedürftig sind, bis wir laufen, sprechen lernen, wenn wir gesund sind. Und andere, also manche Menschen sind noch hilfebedürftig, aber wir sind alle kleine, nackte, hilfsbedürftige Wesen, wenn wir auf die Welt kommen, und wir gehen alle irgendwann einsam und alleine in eine unbekannte Zukunft, tot, und wissen nicht genau, was danach kommt. Oder ob es das Nichts oder das Ende ist, wer weiß das schon sicher. Und dazwischen liegt eine ganze Zeit, wo wir uns entwickeln. Und ich glaube, dass die Grundhaltung von Menschen eben deswegen auch ein Stück weit Barmherzigkeit und Mitgefühl sein sollte, weil wir im anderen auch das schutzbedürftige und verletzbare Wesen erblicken sollten. Ich finde, das macht Menschenwürde auch aus, zum einen die Stärke in anderen Menschen zu sehen, also das, was sie können. Und man sollte aber vor allem auch ihre Verletzbarkeit erkennen. Also sicher ist das was ganz existenziell Wichtiges, dass man die Freiheit hat, hinzugehen, wohin man will, sozusagen. Und ja, dass es eben keine Mauern gibt und keine Grenzwächter, die mich nicht weiterlassen an einem Zaun. Und dieses Glück ist ja, glaube ich, nur einem geringeren Teil der Menschheit vergönnt, zum Teil aus Armut, dass man gar kein Geld hat zu reisen. Und oder wissen wir ja nun auch gerade hier in Europa, wie brachial die Flüchtlinge, also von unserem Reichtum und unseren eigentlich gesicherten Ländern, ferngehalten werden, um uns hier nicht zu gefährden in unserer satten Existenz, um das mal so zu sagen, sind nicht alle gleich satt. Also das muss man dazu auch sagen, ja, auch hier bei uns. Aber trotzdem könnten wir eigentlich viel mehr zeigen und aufnehmen, als wir im Moment tun. Das ist ähnlich wie mit Gesundheit und Demokratie. Alles, was man selbstverständlich hat, vergisst man zu würdigen. Und erst wenn es einem ein Stück weit genommen wird, dann merkt man, wie wichtig diese Grundfreiheiten sind. Ich bin sowohl beruflich wie privat ziemlich weit in der Welt herumgekommen. Ich glaube, außer Australien war ich in allen Kontinenten. Also ich würde sagen, auf dem sogenannten Glücksindex, ne, also wo die Menschen am glücklichsten sind, steht Kambodscha weit vor Deutschland. Also die Menschen da, also die Freiheit macht mich unbedingt glücklich, auch nicht die Freiheit zu reisen. Wie viele unglückliche Touristen ich da beobachtet habe. Und gerade weil ich nicht mehr so schnell bin, sitzt man ja mehr und beobachtet die Menschen. Und wie glücklich und freundlich die Kambodschaner sind, also die wirklich ein unglaublich hilfsbereites, freundliches Volk sind. Also das Alltagsleben, die lachen über jeden Quatsch beim Essen, wenn einer klickert. Und es gibt immer was zu lachen, dafür muss man nicht reich sein, sondern also die machen aus jedem Tag ein Glück. Da hat man das Gefühl. Also ich hatte früh die Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt. Wofür lebt man eigentlich? Wofür bin ich auf dieser Welt? Ich hatte sehr früh die Frage nach Weltverbesserung, auch das gehörte für mich sozusagen dazu, wo man dann ja auch besserwisserisch werden kann, muss man ja ausdrücken. Hatte ich auch Phasen. Also ich langweile mich übrigens auch sehr, wenn ich Phasen habe, wo ich nur an mich denke, sagen wir mal, und die nächste Ausstellung und das nächste Kinoprogramm. Ich finde es sehr viel reizvoller, das habe ich auch im Laufe des Lebens gelernt und das hat sich mir auch bestätigt, dass es sehr viel mehr Spaß macht, sehr viel mehr den Horizont weitet, wenn man sich für größere Ziele, für andere, für ganz praktisch auch ein besseres Leben interessiert und engagiert. Und von daher sind diese vielen Aktivitäten, die ich mache, von der Arbeit mit den Kindern in der Schule bis zu meinem Engagement in der deutsch-polnischen Beziehung, das ist das, was mein Way of Life sozusagen ist. Also wie gesagt, als Kind und Jugendlicher, ja, fand ich immer die Europa-Hymne cool, die blaue Fahne mit den gelben Sternen. Dass Deutschland
so einen angesehenen Platz wieder in der Welt gefunden, dann ist die anderen Völker zur Versöhnung mit uns bereit werden, waren trotz der Monstrosität dieser deutschen Verbrechen. Das hat sich bei mir sehr früh so eingeklingelt, weil ich hätte verstehen können, wenn die Sache gesagt hätten, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun. Ja, Europa, dass wir wieder dazugehören, so zu dieser Völkerfamilie hier, und mit dem wir vorher noch Krieg geführt haben. Das große Ganze ist wichtiger als der kleine Nationalstaat. Also Europa ist nur in dem Sinne wichtig für viele, will ich auch nicht verallgemeinern, aber für viele Politiker und für viele Menschen ist nur wichtig, was kriegen wir dafür. Diese Haltung, also die vielleicht auch aus diesem Nachkriegseuropa gewachsen ist, die finde ich da so nicht, dass man eben auch mal zurücksteckt und nach einem Kompromiss sucht und eben auch, also wie gesagt, auch in der Flüchtlingsfrage hätte man ja verhandeln können, also manche Länder mit einem größeren Inlandsprodukt oder mehr sozialer Stabilität, die kriegen mehr Flüchtlinge. Aber wenn selbst der Papst an die polnischen katholischen Gemeinden appelliert und sagt, also wenn jede Gemeinde 5 Flüchtlinge nimmt, dann haben wir doch das Problem vom Tisch für Polen. Und das schafft jede Gemeinde, kannst du mir was erzählen? Das schafft jede Gemeinde, das sehe ich im konservativen Sauerland, wo ich herkomme. Da haben alle Gemeinden gesagt und manche Gemeinden sogar, wir können mehr als vorgesehen. Ja, welche Spuren hinterlässt man in dieser Welt? Also ich denke, das kann nur im Kleinen sein, also wo dann vielleicht auch nicht mehr mein Name draufsteht und trotzdem hat man Steine gelegt, Grundfundamente vielleicht. Oder auch nur einen Ziegelstein, ein Wichtchen in einer größeren Mauer. Eine positive Mauer, also von einem Bauwerk oder so. Aber das rettet einen alles nicht vor dem Nichts. Also vor dem, der Tod ist schon etwas radikal Unverständliches für mich. Ich versuche, meine Erinnerungen festzuhalten, weil ich auch für mich selber so mir Rechenschaft abzulegen oder auch im Erinnern und Aufschreiben mein eigenes Leben besser zu verstehen. Ich denke, das ist so wie bei Kierkegaard, man lebt das Leben vorwärts und versteht es rückwärts. Also wie gesagt, so ganz furchtbar viele Vorsätze mache ich mir nicht, weil ich gelernt habe, dass Pläne sehr schnell über den Haufen geschmissen werden können. Und wir sind nicht sicher. Und es kann jeden Tag was passieren, wo alles anders ist, als man denkt.